Guten Tag und herzlich willkommen zur 105. Podcast-Episode von diesem kleinen Herzensprojekt namens Oshun. Mein Name ist Amadeus Thüner und gegenüber von mir in weiter Ferne, was eigentlich nicht stimmt, weil wir in derselben Stadt sitzen, aber uns trotzdem nur per Display sehen, Fabian Fabs Goslar. Fabian, bevor ich dich frage und du auch Hallo sagen darfst, möchte ich dich schon mal darauf hinweisen, dass es eventuell gleich ein wenig salzig bei dir werden könnte. Denn ich werde dich etwas fragen, was dir höchstwahrscheinlich thematisch nicht gefällt, aber ich möchte deine Meinung dazu hören. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal... Hi, wie geht's? Sehr gut. Und jetzt pass auf, Benjamin Kicks, ja, seines Zeichens Reseller, hat in einem Interview mehr oder weniger sehr offensichtlich durchscheinen lassen, dass es sein könnte, dass er seinen gesamten Stock, und der ist bei Benjamin Kicks nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren recht groß, eventuell sogar von den Brand selbst kriegen wird. Ja. Was für eine Absurdität ist das? Und wie stehst du dazu? Also, das Thema regt mich nur auf. Ne? Also, als ich das gesehen habe, dachte ich so, what the f, you know? Like, Ich habe es gelesen und dachte so, oh Gott, und wenn das stimmt, warum sagt man sowas? Ne? Weil, keine Ahnung, vielleicht wird es so groß, der Shitstorm, dass er sich selbst quasi sein Business versaut, indem er ja, das sagt. Ja, aber das wird doch so passieren, oder nicht? Also mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht in ein Interview gehen und sagen, Leute, ihr denkt, ich kriege meine Resell-Ware, meinen gesamten Stock nur von Stores. No, 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 ich krieg sie wahrscheinlich, wenn ihr richtig nachdenkt, sogar von den Brands selbst. Ja. Und ich meine, wie gesagt, Benjamin Kicks ist ja jetzt kein Typ, den man nicht kennt, sondern der macht das Ganze ja schon seit ein paar Jährchen. Und zwar auch auf eine sehr provokante Art und Weise. Ja, sich selbst in ein Meer voller Schuhkartons legen, dauernd zeigen, welche Releases man bekommt, sich auch so ein bisschen über die Brands lustig machen, manchmal so ein bisschen über die KonsumentInnen lustig machen, wieso kriegt ihr die nicht, ich krieg die doch auch, ne? Also all diese Dinge und gleichzeitig aber natürlich immer dieser Wunsch, so respect the hustle. Ja. Also würde mich wundern, wenn wer auch immer jetzt sein Plug ist, ja, der seinen 7,5-Tonner LKW immer vors Lager fahren lässt, jetzt sagt so, naja, es interessiert mich jetzt nicht, was du da so erzählt hast. Also ganz kurz zu respect the hustle. Ich weiß, alle sagen, you know, hate the player, don't hate the player, hate the game, aber wenn der Player so scheiße ist, dann kann man den Player auch haten, finde ich. Ich weiß auch nicht, also ich habe, das hat ja alles mit dem Trophy Room Backdoor angefangen, ne? Dass dann alle gesagt haben, ja, Marcus Jordan hat da alles verkauft und die haben sich in einem Hotel getroffen. Das hat Marcus Jordan selbst natürlich abgestritten und meinte so, würde ich nie machen. Aber wenn man dann die Quantitäten sieht, worum es geht, also da haben ja nicht nur Benjamin Kicks, sondern es waren, glaube ich, 2, 3, 4, 5 andere, die haben ja jeweils 2.000 bis 5.000 Paare gekauft für zwischen 1.200 und 1.500 pro Paar. Das ist einfach krank. Das heißt, das Trophy Room eigentlich 10.000, 12.000 Paar Schuhe hatte und am Ende weniger als 1.000 released hat. Für mich ist es halt einfach das Gegenteil von dem, was die Sneaker-Szene und die Community steht. Ne? Es ist ja eigentlich eine Community und das ist alles andere als Community. Meiner Meinung nach. Ja, es hat auf jeden Fall eher den wirtschaftlichen Gedanken dahinter wahrscheinlich. Aber klar. Kannst du dir erklären, warum Marcus Jordan, and I guess he took it personal, er ist ja schließlich der Sohn von Michael Jordan, aber Spaß beiseite, wie er das Ganze auch immer noch unter nee, das stimmt nicht, feilen kann, während doch jetzt auch sogar Fotos aufgetaucht sind, wie die gesamte Ware halt auch in das Hotel reingefahren wird? Ja, also er kann es halt versuchen. Ich glaube, ihm glaubt keiner mehr. Vielleicht sein Papa noch, I don't know. Aber ja, ich glaube, das wird schon ziemlich, es hat ja schon Wellen geschlagen. Es wird aber wahrscheinlich weitere Wellen schlagen, wahrscheinlich auch bei Nike. Da werden ja wahrscheinlich dann auch andere Retailer sagen, hey, der hat jetzt 90-95% von seinem Stock direkt verkauft. Warum haben wir keine Trophy Room Jordans als Stock bekommen? Ne? Das ist ja unfair. Also auf Englisch sagt man Heads will fly oder Heads will roll. Und ich kann mir das schon gut vorstellen. Es war ja auch damals mit dieser einen Frau, die bei Nike gearbeitet hat, deren Sohn auch vor Unmengen Kisten posiert hat und das dann rauskam, dass er mit ihrer Kreditkarte alles gekauft hat oder sowas. Die ist ja auch geflogen. Und ich nehme an, dass es wahrscheinlich bei Jordan Brand und Nike auch
mehrere Fliegen werden. Also wenn man heute noch davon spricht, dass Backdoor bedeuten würde, dass mal ein Kumpel eines Skateshops einem anderen Kumpel, der einen jahrelang supportet hat, einen Schuh überlässt für Retail, aber halt eben ohne an irgendwelchen Raffles teilzunehmen. Oder wenn Leute denken, dass Reselling damit gleichbedeutend ist, dass man einen Schuh, den man gekauft hat, 3 Monate später einfach nicht mehr so toll findet und sich denkt, cool, komm, ich mache damit noch ein paar Mark mehr und dann habe ich wieder Kohle für einen anderen Schuh. Also that shit is reselling. Das sind Level, sie sind unfassbar. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist nicht nur ein US-amerikanisches Ding. Ja. Es gibt Gerüchte auch für Deutschland, für Europa, dass Leute Kontakte direkt zu den Brands haben und halt eben, kein Witz, ihren 7,5 Tonner vors Lager fahren und ihre Sachen aus dem Stock ziehen. Ja, es ist einfach Bullshit. Sorry, aber so ist es halt. Ja, das Game hat auf jeden Fall diverse Seiten. Manche findet man schön, manche findet man weniger schön. Mindestens bietet es uns aber die Möglichkeit, uns darüber zu unterhalten oder uns darüber aufzuregen. Tut mir leid, Fabian. Der muss da mal sein. Kommen wir zu den schönen Dingen, zu den latest Pickups. Was gab's Tolles bei dir, Fabs? Ja, relativ viel. Ne? Ich bin ja nicht einer, der haufenweise Schuhe kauft oder zumindest nicht mehr. Aber in den letzten Wochen habe ich den A Cold Wall Converse Aeon Active Z oder CX mir geholt. Das ist dieser neue, sehr futuristischer aussehender Schuh. Der sieht fast aus wie ein Yeezy, den habe ich sogar hier. Ich kann ihn dir ja mal zeigen. Der hat ja diesen Yeezy Colorway. Die Sohle ist so ein Green Glow. Dann hat man am Sockliner so ein schönes Rot, Neonrot. Und der Upper ist grau. Finde ich ganz nice, super bequem, relativ bulky und ist auch ein Slip-on. Ich mag ihn. Klingt nach Sommer. Ja, auf jeden Fall. Sommer, Shorts, vielleicht ein paar Issey-Miyake-Pants. Natürlich. Dann habe ich noch von Mizuno 2 Paar bekommen als Seeding. Vielen Dank nochmal an unseren Homie Vince. Den Putter Sky Metal, richtig nice. Also der ist in Hand viel schöner als auf den Fotos. Und auf den Fotos ist er schon nice. Und dann gab es noch den Wave Rider 10 mit so einer Trail Outsole. Der war auch mega nice. Der ist super bequem und hat so ein schönes Babyblau. Ist also für den Sommer perfekt, würde ich sagen. Und dann gab es noch einen Puma Suede, aber nicht nur irgendein Suede, sondern den Re-Suede, auch als Seeding. Und das ist ein Projekt, wo Puma mit der Circular Economy, also mit recycelbaren Schuhen, oder die testet quasi. Wir als O-Schuhen-Team werden diese Schuhe jetzt bis November, Dezember tragen dürfen. Dann kommen sie zurück an Puma und werden dann in die Erde eingepflanzt und zu Kompost. Was eigentlich ziemlich cool ist, weil ja viel heutzutage über Green gesprochen wird. Nicht nur Greenwashing, aber auch halt environmentally friendly, wie man besser sein kann als Konsument, aber auch als Brand. Und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass sich Brands immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Der Schuh ist ganz nice. Das ist, wie gesagt, ein Suede mit einem Wildleder-Upper. Und ja, der ist total beige, hat so eine schöne Gum-Outsole. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Sommerschuh. Und ein Projekt, was wir ja jetzt in den nächsten Monaten begleiten werden. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein paar weitere Informationen geben. Definitiv was, was man als sehr spannend labeln kann und wie gesagt, was wir auch begleiten werden. Genau. Und du, was hast du die letzten paar Wochen dir geholt? Ich habe ja in unserer letzten Episode schon erzählt, New Balance 650 ALD und sah mich dann aber dem Problem ausgesetzt, erstens Ewigkeiten darauf warten zu müssen. Wobei, ich bin ja über StockX gegangen, dementsprechend ging es schneller bei mir als bei den Leuten, die den Schuh gepreordert haben und den dann gekriegt, also gewonnen haben, weil die haben den teilweise jetzt noch nicht. Als ich ihn bekommen habe, musste ich leider feststellen, dass der 650 nicht so ausfällt wie der 550 und in meinem Falle definitiv nicht true to size ist, sondern eine halbe Nummer zu groß. Dementsprechend musste ich den 650 leider wieder für die Zeit gehen lassen. Ein Schuh, den ich 2 Stunden hier hatte, bevor ich ihn dann weitergegeben habe für denselben Preis, für den ich den gekauft habe. Und habe mir dann den 650 ALD nochmal in einer halben Nummer kleiner bestellt. Das hat dann wieder ein bisschen gedauert und jetzt ist er hier und jetzt freue ich mich und bin zufrieden. Also von daher, das hat schon mal funktioniert. Dann gab es den New Balance 574 Marblehead. Das ist ein Seeding, deswegen Shoutout an New Balance und vielen Dank an dieser Stelle. Ein Schuh, der dem, was Teddy Santis gerade auf dem 99 V1, V2 und V3 veranstaltet hat, sehr nahe ist, was ich total spannend finde.
findet, weil der 574 nämlich schon vor einigen Wochen rausgekommen ist und man sich jetzt die Frage stellen kann, ist Teddy Sanders als Creative Director von Made in USA doch so einflussreich? Spaß beiseite ist er natürlich, aber so einflussreich, dass halt sozusagen die komplette General Release Linie und V1, V2 und V3 sind ja auch als General Releases gedacht, das ist ja jetzt keine ALD-Collab, aber eben durch seinen Namen mit einem Hype versehen, dass das auf diese wirkliche General Release Linie übergegangen ist, dass sie den Colorway übernommen bzw. leicht verändert haben oder es einfach nur Zufall ist, man weiß es nicht, so oder so ist der 574 aber ein unfassbar guter New Balance Sneaker und eben dieser Colorway sehr, sehr stark. Dann habe ich mir den Nike Air Trainer One Photon Dust geholt und musste anderthalb Augen bei der Qualität zusammendrücken, weil, naja, sind wir mal ehrlich, der Nike Air Trainer One hat auf jeden Fall bessere Zeiten gesehen und die waren eigentlich 1987, als er rausgekommen ist. Also da konnte man sicherlich noch von einer guten Qualität sprechen. Das ist es jetzt gerade wirklich nicht. Ich kann nachvollziehen, dass ein Schuh, der eben so alt ist, also eben so viele Jahre auf dem Buckel hat, eben aufgrund von Leisten, von Produktionsänderungen und ähnlichen Dingen nicht mehr den ganz hundertprozentigen Shape zurückbekommen hat. Das kennen wir ja unter anderem auch bei einem Nike Air Max One, bei einem 90er, aber auch bei einem Jelly 3 von Essex. Das kann ich noch nachvollziehen, aber warum man dann so qualitativ nicht hochwertiges, drücken wir es mal nett aus, Material verwendet, das geht sich für mich irgendwie nicht aus, verstehe ich nicht. Aber der Photon Dust gewinnt in dem Fall aufgrund des Colorways. Und ich habe halt eben noch diesen persönlichen Bezug dazu. Nicht nur, dass ich den Air Trainer One sehr mag. Nicht nur, dass ich die Geschichte dahinter so toll finde. Also Tinker Hatfield erdenkt einen Schuh, der im Gym funktioniert, während dieses neue Hype-Ding, also Fitnessstudio, gerade hochkocht Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und alle Leute immer zwei Paar Schuhe anhaben. Also einen Schuh zum Laufen, einen Schuh zum Gewichtheben. Sondern Tinker Hatfield sagt einfach, ich mache euch einen Schuh, den könnt ihr anziehen und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und John McEnroe als Tennisspieler sogar sagt, ja, nicht nur laufen, sondern Gym geht, sondern Tennisspielen geht auch. Und eigentlich kann man da auch Basketball drin spielen und auch Football spielen, wie man dann später beim SC, also bei dem Trainer 3 dann auch sieht. Also diese ganze Story finde ich großartig, zumal ich eben auch meinen Vater darin habe Tennis spielen sehen. Und von daher habe ich da einen besonderen Bezug zu. Und deswegen habe ich, wie gesagt, auch anderthalb Augen zudrücken müssen, als ich dann gesagt habe, komm, der muss aber ran, weil der Colorway einfach so stark ist. Ich hoffe zwar, dass das, was dann auf dem Air Trainer One noch passiert, nochmal eine bessere Qualität bekommt. Wahrscheinlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass das nur die Travis Scott Collabs kriegen werden, die ja auch immer noch anstehen und da bin ich mir sehr sicher, die auch kommen werden. Aber das sehen wir dann. Und last but not least gekauft den Adidas Skateboarding Samba mit und von Jason Dill. Fucking awesome. Großartiger Typ, großartige Brand. Samba eh ein sehr klassischer, guter Schuh. Überholt noch nicht mein Fave bei Adidas, die Adidas Gazelle, aber sind ja trotzdem nah beieinander. Und auch mit dieser Clear Outsole, ansonsten weißes Obermaterial, schwarze Stripes. So einfach ein sehr, sehr guter Schuh. Und ich glaube, dann reicht es auch für die letzten paar Tage und Wochen. Schauen wir mal, was demnächst wieder ins Haus steht. Ich habe da schon so ein, zwei verrückte Ideen. Falls jemand noch einen Air Jordan 1 Union, also egal ob der eine oder der andere Colorway in einer US 9,5 zu verkaufen hat, let me know. Okay. Noch bin ich nicht fündig geworden zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, aber wer weiß, worüber wir dann in der 106 sprechen werden. To be continued, oder wie man so sagt. Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. What's on my feet today and what's on your feet today, Fabs? Heute hatte ich die Levi's New Balance 99er V3, die grauen an. Nice, schön. Ja, sehr bequem. Ich muss aber sagen, da die ziemlich, nicht dick, aber halt ziemlich massiv sind wegen dem Denim und dem Wildleder auf dem Upper, werden die relativ schnell, oder werden meine Füße zumindest relativ schnell warm in den Schuhen. Das ist doch schön im Winter. Im Winter vielleicht schön, aber da wir jetzt fast die ganze Woche fast 20 Grad hatten hier in Berlin. Ja, nicht die beste Wahl dann. Nee, nicht die beste Wahl, aber trotzdem richtig cleaner Schuh. Ich finde, der sieht, ich mag halt, dass der so ein bisschen mit den Materialien spielt und trotzdem sehr klassisch aussieht. Deswegen ist er momentan so ziemlich mein Go-To, aber Amadeus, was hattest du heute? Ich bin noch klassischer geworden als du. Ich habe mir 992 in OG Grey reingeholt. Sehr cool. Ohne Collab, ohne alles, schlicht, easy. Dazu eine dunkelgrüne Putter-Jogginghose. Und in dieser Kombination, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wunderschön. So, kommen wir ins Thema der 105. Episode, würde ich vorschlagen. Let's go.
Fast jeder, der sich in den letzten 17 Jahren mit Streetwear oder Sneaker auseinandergesetzt hat, hat von ihm gehört oder sogar vielleicht einen seiner Blogbeiträge gelesen. Sein in 2005 gegründeter Blog High Snobiety ist zu einem der einflussreichsten Medienplattformen unserer Kultur geworden. Die Rede ist natürlich von David Fischer, der OG-Snob. Ein Mann, dessen Passion für Brands und Releases unsere Geschmäcker bereits seit fast 20 Jahren geprägt und informiert hat. High Snobiety hat es dank Fischer in der Zeit nicht nur geschafft, sich durchzusetzen und die Streetwear-Community zu etablieren, sondern ist heutzutage mehr als nur in ganz großen Anführungsstrichen ein Blog. High Snobiety ist anno 2022 ein Magazin, ein Shop, eine Agentur und neuerdings ein NFT-Studio. Nicht nur, weil ich fast 5 Jahre lang die Ehre hatte, für High Snob zu schreiben, freue ich mich sehr, dass wir David heute im Podcast begrüßen dürfen und mit ihm um seine Liebe zur Kultur, sein sehr erfolgreiches Unternehmen und die Zukunft von Streetwear zu sprechen. David Fischer, welcome to the show. Danke, freue mich, bei euch zu sein. Wir freuen uns, dich im Interview begrüßen zu dürfen. First things first, was war eigentlich dein allererster Sneaker, an den du dich aktiv noch erinnern kannst? Oh, der erste Sneaker. Ich erinnere mich an zwei, besonders gut. Einmal ein Air Force One Mid. Das war so ein geiler, dunkelblauer Air Force One Mid mit der amerikanischen Flagge auf dem Strap. Und der zweite ist dann tatsächlich wahrscheinlich schon der Air Max 97. Das war es war so unfassbar präsent damals für mich, der Schuh. Und ich meine, er war relativ teuer damals. Es war relativ schwer, an den Schuh ranzukommen. Es war das erste Mal, dass es auch wirklich schwierig war, an einen Turnschuh ranzukommen, also besonders an den silbernen. Und der war schon echt stark. Und das Witzige war, weil ich habe dann irgendwann angefangen, so Levi's 501 unten hochgerollt und dann erst mit dem Air Force One und dann bin ich umgestiegen auf den 97er. Das war so der Look bei mir damals. Und das war doch sehr einprägsam, muss ich sagen. Wenn du darauf zurückblickst, würdest du auch sagen, dass der Air Max 97 auch heute noch einer deiner Lieblingsschuhe ist? Oder hat sich das in der Zeit noch ein bisschen geändert? Weil ich meine, das sind jetzt 25 Jahre, also... Also ich habe auf jeden Fall eine besondere Beziehung zum Schuh. Ist jetzt kein Schuh, den ich heute noch sehr viel tragen würde, aber ich liebe trotzdem das Design noch genauso wie vor 20 Jahren. Ist ja immer noch ein hochmoderner Schuh letztendlich, ne? Also sowohl die Farben, die Materialität und deshalb, das liebe ich heute noch, aber es wäre jetzt kein Schuh, der noch genauso gut in meine Garderobe passt, sagen wir es mal so. Dann bewegen wir uns mal kurz in die Jetztzeit. Was ist denn dein aktueller Pick? Also wo würdest du sagen, das ziehe ich aktuell am liebsten an den Fuß oder das hat mich in den letzten Tagen, Wochen am meisten überzeugt? Ich habe tendenziell viele Running-Schuhe an, viel Asics, was da von Kiko kommt, ein paar der interessanteren Kollaborationen von Asics. Ich habe viel New Balance an, sehr viel New Balance, also vom 992, 991, 990 in allen möglichen Farben und Ausführungen. Den 550er auch, habe ich auch ganz gern gemocht jetzt die letzten 2 Jahre. Was habe ich noch an? So die schlichteren, klassischeren Sachen von Adidas, ein Samba, ein Gazelle, sind auch so Schuhe, die für mich immer noch sehr einprägsam waren. Kann mich auch noch genau erinnern, wie ich irgendwie 2001 oder so in Mitte zum ersten Mal in den Original Store bin, hab mir so einen braunen Gazelle gekauft. Dann ein paar Jahre später kam mir der von Neighborhood. Also habe ich irgendwie auch eine ganz besondere Beziehung zu dem. Deshalb ist lustig, den packe ich so alle paar Jahre wieder aus. Also so ein Schuh alle 2-3 Jahre habe ich wieder Bock auf einfach so einen crispen weißen Samba oder einen geilen Gazelle. Finde ich auch sehr gut. Was trage ich noch so? Aber man würde dich jetzt nicht in einem SB Dunk Ben & Jerry's sehen. Selten, ja. Ich kann mich noch erinnern, so bei der ersten großen SB-Welle, das waren ja so waren ja auch so die Anfangsjahre von High Snobiety damals, ne, 2000, noch kurz davor und dann aber 2005, 2006, 2007, war es ja ganz verrückt.
und da, keine Ahnung, vom Diamond, Dia de los Muertos, also hoch, also den ganzen verrückten Scheiß habe ich da bei mir zu Hause rumstehen gehabt. Aber die Wahrheit ist, es war, also ich war eigentlich immer eher so ein bisschen schlichter unterwegs. Also ich, okay, ich finde es immer so witzig, weil ich bin einerseits dann voll angezogen von so verrückten Ausführungen von Schuhen, aber liebe dann eigentlich eher das Objekt als das Objekt an meinem Fuß. Weißt du, also aber das ist ja nur fair. Ich meine, du respektierst ja, was passiert und kannst da deine Freude drin finden, aber das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass du dich dann auch darin kleidest. Genau, ganz genau. Und das habe ich relativ viel und fall dann ganz, ganz oft wirklich, also jetzt, was das Tragen angeht, auf die Classics zurück. Also wie gesagt, so ich habe eigentlich immer ein freshes Paar 99er bei mir zu Hause stehen und also, das trage ich halt hoch und runter, wirklich eigentlich fast wöchentlich. Und dann zwischendurch gibt's immer dann so Phasen, wo man dann weißt du, mehr auf so ein bisschen futuristic running geht, ein bisschen mehr wieder auf Vintage geht. Und. Und im Endeffekt erwische ich mich auch immer dabei, dass ich eigentlich nie die Schuhe anziehen will, die alle anderen anhaben. Also, weißt du, wenn es zu hot ist, dann kann ich es nicht anziehen. Also, dann ist mir einfach so zu blöd, weil ich auch einfach gar keinen Bock habe, der Typ zu sein mit so, ach, guck mal, der den und den Schuh an. Ich weiß nicht, also das ist so eine Aufmerksamkeit, um ehrlich zu sein, die ich nicht brauche und an der ich letztendlich auch keinen wirklichen Gefallen finde. Was ist mit Jordans? Du hast jetzt sehr viel New Balance, Asics und so, Adidas, aber ich glaube, im Office habe ich dich fast nie in Jordans gesehen. Und ein Fragment Travis One wird es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ein Brad oder ein Royal oder so? Hab ich natürlich alles. Hab auch alle Travis, Jordan 1er, Low, High. Finde ich auch echt schön, muss ich sagen. Super geschmackvoll. Also aber das fällt dann bei mir leider, so geil ich es finde, in diese Kategorie zu viel Aufmerksamkeit. Und bin dann eher der Typ, der die Schuhe kauft und dann 3 Jahre später rausholt, wenn so ein bisschen, weißt du, der Hype abgebaut hat. Ja. Weil ich finde es, um ehrlich zu sein, auch gewissermaßen lächerlich, weißt du, also irgendwie einen Schuh zu tragen, der irgendwie 1.500 Euro kostet, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber ich liebe natürlich den Air Jordan 1, also ist überhaupt keine Frage. Ist natürlich ein super geiler Schuh. War mir aber jetzt generell die letzten paar Jahre einfach zu inflationär. Also, weißt du, du hast das Gefühl gehabt, also gerade in Europa, wo der Mid ja auch noch so unfassbar populär ist, dass das Gefühl gehabt, dass jeder Zweite auf der Straße im Jordan 1 rumrennt. Und das ist dann für mich immer so, ist gar keine bewusste Entscheidung, aber da merke ich bei mir dann so, dann kann ich sowas nicht tragen. Also ist dann. Verstehe ich. Dann ziehe ich lieber was an, was so in Anführungszeichen niemanden interessiert, aber worin ich mich dann wohlfühle. Habe ich natürlich. Ich habe auch den Dior Jordan 1er. Also, es juckt dann irgendwie doch. Weißt du, brauchst du irgendwie doch. Aber was machst du dann damit? Liegen die dann in einem Lager? Hast du da jetzt ein halbes eigenes Haus? Ich meine, wenn du schon sagst, du hast all diese Dinge, dann gehe ich fast davon aus, da schlummert noch ein bisschen mehr im Archiv. Aber hast du wirklich ein Archiv oder ist es tatsächlich so, Box nehmen, in die Ecke und dann ist es okay? Ja, also ist jetzt nicht so ein gut sortiertes Lager. Also du hast oder eine Kollektion. Nein. Nee, ich hab mich selbst auch jetzt nie als Sneaker-Sammler gesehen. Also Interesse, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wahrscheinlich auch mehr als 99,9% der anderen Menschen. Aber es ging mir jetzt nie so darum, also da jetzt eine Sneaker-Kollektion aufzubauen. Ja, also das... Ich habe dann jahrelang auch Sachen im Keller stehen gehabt, dann bin ich dann irgendwie 10 Jahre später in den Keller rein und habe gemerkt, dass die Hälfte davon so hingegammelt ist, so irgendwelche Yeezys noch von Nike und. Da habe ich gedacht, so, okay, komm, das macht doch keinen Sinn. Wann gab es denn die bewusste Entscheidung, dass du Bock darauf hast, darüber zu schreiben, was dich alles so interessiert? Also die Wahrheit ist wahrscheinlich nie, weil... Ich bin ja in das Thema Blogging so ein bisschen reingestolpert damals. Das war, um ganz ehrlich zu sein, es war eigentlich eher ein Interesse an Blog-Plattformen und an dieser neuen Technologie, als dass jetzt irgendwie in mir Begeisterung hochkam, dass ich jetzt unbedingt journalistisch irgendwie mich beschäftigen möchte. Und hab dann damals ja auf Blogspot einen Account gemacht und
Und ich muss ja irgendwas schreiben, um überhaupt zu sehen, wie das funktioniert. Und habe dementsprechend dann über die Sachen geschrieben, die mich interessiert haben. Und es war eigentlich am Anfang auch noch viel breiter. Also ging es über die coolsten neuen Hotels, die coolsten neuen Möbel, also wirklich so Design, Lifestyle, Mode natürlich auch. Und dann kam einfach das meiste Feedback zum Thema Streetwear und Turnschuhe. Und so hat sich eigentlich Heiße Weite so von ganz alleine über die ersten paar Monate fokussiert. Und dann kam natürlich auf einmal, in der Sekunde, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, shit, hier kommen ja echt Menschen hin und schauen sich das an, ja, einmal am Tag oder zweimal die Woche, dann wurde eigentlich dieser Ehrgeiz bei mir geweckt, okay, also da ist jetzt eine gewisse Erwartungshaltung auf der anderen Seite da. Jetzt dass muss da immer, geliefert werden. Genau, immer freshes Zeug kommt und jetzt muss geliefert werden. Und dann, also war ich wie obsessed, also wirklich jahrelang, also die ersten, also von 2005 bis 2012 habe ich fast jeden Post geschrieben. Also wirklich fast jeden Post. Ich meine, ich kann mich an Jahre erinnern, da habe ich 30, 40 Posts am Tag selbst geschrieben. Ja, also wirklich Tag und Nacht. Und ich bin ja heute, das kennt Fabian ja auch, ich bin ja schon noch sehr aktiv, jetzt nicht im Schreiben, aber wenn du in den heißen Weite News Slack Channel reingehst, dann gibt es wahrscheinlich niemanden, der so viel kommentiert oder beiträgt, was jetzt genau. Links angeht. Oh, hier kommt David. Oh, der Nervige schon wieder. 100%. Aber ich kann mich nicht zurückhalten. Da geht es mir überhaupt nicht um Kontrolle, sondern im Gegenteil. Sondern es geht einfach unfassbar starkes Interesse und mir gefällt, also es geht ja letztendlich mehr um Kuration, ja, und das liebe ich heute noch, Sachen zuerst finden, Sachen zuerst erzählen, und deshalb, es gibt keinen Tag, 365 Tage im Jahr, wo ich nicht ein paar Webseiten checke, gucke, was Neues gibt, und es ist ganz natürlich, ist einfach in mir drin, auch wenn ich natürlich zum Glück für alle natürlich nicht mehr schreibe, ja, weil da war ich jetzt nie besonders talentiert. Licht unter den Scheffel gestellt nennt man das Ganze, glaube ich. Aber was liest und checkt ein David Fischer denn dann tagsüber? Was guckst du dir an? Ach du, alles möglich. Ich habe so ein paar japanische Seiten, auf die ich immer drauf gehe, weil Japan schon irgendwie so einen ganz besonderen Platz bei mir hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, 2005, wie ich dann also wirklich nochmal viel tiefer in das Thema Mode, also das Interesse gab es von mir schon immer, aber nochmal auf einem ganz anderen Level in das Thema Mode und Streetwear eingestiegen bin, war natürlich diese Welt, die Nigo und Hiroshi Fujiwara aufgebaut hatten, war der Wahnsinn für mich. Ne? Also es war einfach diese unfassbar crispe Ästhetik, aber dieses Bewusstsein für Qualität, aber auf einem Hoodie, auf einer Varsity Jacket, auf einem T-Shirt, das war eigentlich für mich die Faszination damals, diese Elevation eigentlich von Skate Fashion. Ja, und ich war auch vorher, ich war in den 90ern Stüssi gekauft und DC und alle möglichen Sachen. Und diese Neuinterpretation von diesen Streetwear Staples und von Turnschuhen und diese Elevation von dieser Mode, das war eigentlich das, was mich so gepackt hat. Ja. Und es war ja dann wirklich von 2003, 2004 onwards kam ja diese riesige Welle an amerikanischen Marken von The Hundreds und Ten Deep und Crooks and Castles und wie sie alle heißen, die da voll rein sind in die Schiene. Und das war faszinierend, weil du hast jede Woche eine neue Marke gehabt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wirklich jede einzelne Woche kamen 1, 2, 3 neue Marken raus. Und wir waren immer, was wir haben über das erste T-Shirt geschrieben. Ja, also was von ganz vielen Marken. Ja, und einige gab es ein Jahr, einige gab es 3 Jahre, einige gibt es heute noch. Das war schon echt spannend. Und genau, deshalb Japan war natürlich da immer ein paar Schritte voraus und hat mich echt fasziniert, weil natürlich auch die japanische Ästhetik auch so unfassbar crisp und clean immer war. Vielleicht, was das angeht, auch wieder so ein bisschen näher an der europäischen. Ja, und ganz schöne Balance zu dem doch eher lauten amerikanischen. Und das war super geil. Und genau, bei Heiße Weite ging es ja es ging ja nur um Amerika und Japan. Nichts anderes. Ja, es war nur hoch und runter von Fragment, Double Taps, Neighborhood, Undercover,
Comme des Garçons, das hat ja alles bei uns wirklich 2005 stattgefunden. Ja, und war natürlich lustig, weil um mich herum niemand nur irgendwas schon mal gehört hatte. Also ich hab da nur über Sachen geschrieben, wo mich alle angeguckt haben, sag mal, was ist denn das hier für ein Scheiß? Und verflucht teuer ist es ja auch noch. Es war schon, war eine lustige Zeit. Erfüllt dich das mit Stolz, wenn du heute drauf schaust und siehst, was die Brands für sich per se natürlich geschaffen haben, aber dass ihr bzw. du das auch von Anfang an irgendwo mitbegleitet habt? Nee, also um Herzen ist einfach nichts, worüber ich nachdenke. Also was es geht, das, was mich immer noch so fasziniert und was mir immer noch so einen großen Spaß macht, ist, dass wir einerseits natürlich junges Talent über Heiß und Weitig supporten können und immer wieder neue Leute auf die Global Map bringen, aber andererseits auch die Fähigkeit auf unserer Seite permanent zu transformieren, ja, vom Blog zum Magazin, zur Agentur, zum Consultant, zur Marke, zum Retailer. Und im Endeffekt, da bin ich schon beschäftigt genug. Da kann ich mir keine Gedanken machen, ob ich stolz bin auf irgendwas. Das ist ein Gedanke, der mir fernab ist, um ehrlich zu sein. Und natürlich finde ich es cool, aber ich finde es cool, weil ich meine Passion ausleben kann. Nicht weil, darum geht es mir letztendlich. Deshalb sitze ich hier immer noch 14 Stunden am Tag und mache das, was ich mache, weil es macht einfach derbe Bock. Ja, und das ist eigentlich das große Glück dabei. Ja, und weil es gibt ja immer dieses Klischee, ja, do what you love, so ist easier said than done, um ehrlich zu sein. Aber die Wahrheit ist, ich hab wirklich das Glück gehabt, das machen zu können. Und natürlich mit Heiß und Weitig auch so eine Firma zu schaffen, die auf mich zugeschnitten ist. Ja, also auf das, was ich gerne mache, auf das, was mich interessiert. Und das Schönste dabei ist natürlich, andere Leute mit auf die Reise zu nehmen und mit den vielen Menschen um mich herum jetzt Sachen zu bauen. Das treibt mich eigentlich an. Es hat ja als One-Man-Blog angefangen und dann wurde es ja irgendwann mal zu einem richtigen Unternehmen. Wann wurde dieser Schritt gegangen? Wie sah das aus? Wer war der erste Heiß und Weitig Mitarbeiter und wie hat sich das angefühlt? Ja, also es war relativ lange eine One-Man-Show, um ehrlich zu sein. Also und es stimmt vielleicht nicht ganz, aber es war relativ lange ein sehr kleines Setup. Also ich habe ja, wie gesagt, von 2005 habe ich ja Heiß und Weitig gemacht, dann 2007 habe ich ja sogar auch noch alleine Selectism angefangen. Also habe dann zwei Blogs geschrieben, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach nicht machbar ist. Und da kam ja Jeff Cavallo dann an Bord und hat praktisch den Selectism-Teil übernommen, was Editorial angeht. Und dann von 2005 bis 2012 gab es eigentlich nur so ein loses Netzwerk an Contributern um Heiß und Weitig herum. Die waren zum Teil auf Retainer dann für uns geschrieben und die saßen in London, in New York und überall auf der Welt verteilt. Aber ich kenne die Zahlen nicht mehr genau, aber das waren 5 bis 10 Leute maximal und jetzt auch nicht alle Vollzeit. Ne? Also es war wirklich ein relativ kleines, tightes Setup und wie gesagt, deshalb habe ich ja auch die ganze Zeit damals noch fast alles selbst gemacht. Ja, und dann kam irgendwann, die erste wirklich so riesengroße Erleichterung war Pete Williams. Ja, also Pete kam dann an Bord und Pete war so, ich habe auf einmal gemerkt, ich brauche dem nichts erklären. Der versteht's, der weiß, welche News für uns passen, der weiß, welches Speed das Ganze braucht. Und das war eigentlich so der erste Schritt, wo ich so ein bisschen abgeben konnte und mich auch ab und zu mal auf andere Sachen konzentrieren konnte. Und dann bin ich ja 2009, die Anfangsjahre war ich ja in Genf, bin dann 2009 nach Berlin gekommen, immer noch alleine, saß alleine im Büro hier und habe dann ja 2010 auch mit Soto angefangen, also ein neues Geschäft mit anderen Partnern aufgebaut. Und wir haben 2012, habe ich die erste Person, also wirklich fest angestellte, Heiß und Weitig Person eingestellt und das kam aus so einer Phase heraus, 2011, 2012, um ehrlich zu sein, war ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es war so eine Mischung aus Langeweile und Frustration, weil
weil ich damals dachte dann, okay, aber wo geht die Reise jetzt mit Heiß Nobody hin? Ja, weil das war zwar für mich ein gutes Geschäft, ja, also ich hatte keinen Money Struggle oder so damals, war alles cool. Aber mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt, wie groß kann das Ganze werden? Und ich habe da sehr simplistisch drauf geguckt und habe gesagt, okay, und was in 3 Jahren schreiben wir jetzt 100 Posts am Tag und machen dann x Impressions im Monat. Und so, das kann es ja wohl nicht sein. Ja, also und habe dann, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, okay, ich muss jetzt mal endlich ein Team um mich herum aufbauen, damit ich mich endlich auch mal auf andere Sachen konzentrieren kann. Und deshalb diese erste Einstellung war ein Riesentrigger, weil ich bei dieser ersten Einstellung dann direkt gemerkt habe, es war ein relativ junges Mädel damals und die hat dann angefangen, so ein bisschen auf Commercial-Seite bei uns zu arbeiten, hat dann mal Rate-Cards gemacht für unsere Services, hat angefangen, mit Kunden zu sprechen, für mich auch. Und das war, da hat es auf einmal Klick gemacht, ja, weil dann kam sie rein und dann, okay, jetzt brauchen wir noch die Person, jetzt brauchen wir noch jene Person. Und dann, wurde auf einmal wie so eine Welle losgetreten. Also es war wirklich so eine Person im Monat, 2 Personen im Monat und es wurde immer schneller und wir sind dann relativ schnell von 1 auf 10, 15, 20, 30 gegangen und haben aber auch einfach immediate effects gesehen auf unser Geschäft. Also wirklich mit jeder Person, die reinkam, was denn Claudia für Produktion und Philipp für Development und alles hatte so instant impact. Ja, also es war wirklich wahnsinnig cool zu sehen und das hat mir natürlich dann erlaubt, nochmal ganz anders auf das Thema drauf zu gucken. Ja, und da habe ich auf einmal gemerkt, ey, wir sind sowas von am Anfang unserer Journey. Nachdem sich so ein paar Jahre angefühlt hatte, als so, ja, das war's jetzt anscheinend und das ist zwar ganz cool, aber this is how it's gonna be. Und dann war aber auf einmal, hatte ich einen ganz anderen Blickwinkel drauf und habe irgendwie gemerkt, wir können endlos groß werden. Ja, also wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und dann, wie gesagt, dann ergeben sich natürlich viele Sachen. Was dann haben wir ja angefangen mit Creative und Produktion für unsere Kunden, und. Ja, und dann Talent und dann Events und Experiences und dann ging es halt immer weiter. Aber es war, wie gesagt, es ging wirklich wie so eine Lawine los, eine kleine. Also meinen ganzen Blick auf das Geschäft, auf den Markt, auf unsere Marke gedreht hatte. Und das war super spannend. Also war echt eine coole Zeit. Und ich will es auch eigentlich gar nicht so rückblickend sagen, weil so fühlt sich im Ernst dann jetzt immer noch an. Weißt du, weil wir dann irgendwann haben wir gesagt, nee, wir wollen wieder viel fokussierter werden auf die Audience. Haben dann angefangen mit Thought Leadership und Insights, haben unsere White Paper geschrieben über New Luxury und Cultural Credibility. Haben dann Strategieteam aufgebaut. Und dann ist eigentlich die Vision gewissermaßen 360 Grad gegangen, weil wir endlich einen Platz am Tisch hatten. Weil wir waren jahrelang Publisher und dann kommst du halt rein und musst irgendwelche Kampagnen ausspielen. Dann waren wir so eine Mischung aus Publisher und Creative Studio, wo du dann zumindest kreativ mitwirken kannst, aber trotzdem, du wirst halt angerufen, wenn eigentlich alle Entscheidungen schon getroffen sind. Und dann jetzt die letzten Jahre haben wir es endlich geschafft, wirklich einen Platz am Tisch zu haben und mitzuentscheiden und wirklich mitwirken zu dürfen, was denn überhaupt auf dem Tisch landet, ja, und was denn überhaupt rauskommt und wer mit wem kollaboriert und wie eine Markenverjüngung aussieht und wie eine Brand Strategy ausgerollt wird und. Und darum ging es mir, also das kann ich jetzt sagen, das wusste ich in 2005 nicht, aber das war eigentlich das, was mich immer interessiert hat. Ich war die Liebe zu Marken und die Liebe zu Produkt und wirklich Impact zu haben auf das, was bei den Marken passiert. Und da sind wir jetzt. Kann immer noch mehr und besser werden, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so, okay, und jetzt aber richtig. Ja, also das, ja. Das ist super spannend. Ja, ich glaube, es kann immer besser und größer und so werden, ne? Aber das braucht auch Zeit. Wie macht ihr das denn heutzutage? Wie balanciert ihr beide Seiten des Geschäfts, also Agentur versus Publisher versus mittlerweile jetzt auch Shop?
Ja gut, im Endeffekt sind wir immer noch wie am ersten Tag im Herzen Publisher. Ja, also wir haben ja letztendlich, wie gesagt, das Publishing-Geschäft. Wir haben dann auf diesem Publishing-Geschäft zwei Geschäftsbereiche aufgebaut. Der erste Client Services, ja, mit Media und Creative Production, Strategy, Bespoke Consumer Insights etc. etc. Und jetzt seit 2-3 Jahren ganz neu auch E-Commerce und unsere eigene Direct-to-Consumer-Brand. Aber in beiden Fällen basiert alles letztendlich darauf, dass wir Publisher sind, und es basiert darauf, dass wir eine direkte Verbindung zu unserer Community haben. Ja, und auf der einen, auf der Client-Services-Seite geht es darum, unsere Kunden mit unserem, mit unserer Community zu verbinden, mit dem Culture Pioneer. Und auf der anderen Seite geht es darum, letztendlich Content und Commerce so nah zueinander zu bringen, wie es noch nie jemand vorher gemacht hat, weil das natürlich unser Core-Skillset ist. Ja, das Core-Skill ist Storytelling. Und deshalb merkst du natürlich auch auf Direct-to-Consumer-Seite, in der Sekunde, wo wir Story-First sind, funktioniert es immer bombastisch gut. Ja, also wenn wir die Barbasso-Geschichte erzählen oder die Café de Flore-Geschichte erzählen oder die Jacob & Co.-Geschichte erzählen. Also wenn wir wirklich nicht reinkommen und denken, wie könnte denn der Jacob-Hoodie aussehen? Nee, der erste Gedanke ist, warum wollen wir diese Jacob & Co.-Geschichte erzählen? Und dann kommst du mit Produkt und Event und Pop-Up und allem Pipapo. Aber letztendlich ist es immer Story first. Ja? Und das ist, glaube ich, die Stärke, weil wir natürlich auf B2B-Seite gegenüber jeder Agentur viel näher am Markt sind und am Kunden sind, ja, durch die Verbindung als Publisher. Und auf E-Commerce- und Direct-to-Consumer-Seite genauso. Ja, weil wir wirklich in direktem Kontakt stehen mit der Community und das dann wirklich in beiden Bereichen gut übersetzen können. Und mir ist, um ehrlich zu sein, das Wichtigste die Balance zwischen diesen ganzen Bereichen. Also weil es ist letztendlich eine Kuration auf beiden Seiten. Das heißt, wir kuratieren, mit wem wir auf Agenturseite arbeiten, und wir kuratieren, mit wem wir auf Direct-to-Consumer-Seite arbeiten, weil wir überall als High Snobiety auftreten. Ja? Und das heißt, wenn du natürlich mit der falschen Marke auf Agenturseite arbeitest, dann tut es deiner Direct-to-Consumer-Brand weh und vice versa. Ja? Aber um ehrlich zu sein, das liebe ich eigentlich. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist eine Limitation. Ja? Für mich ist es aber letztendlich, ich sehe es nicht als Limitation, sondern it keeps us in check. Es sorgt dafür, dass wir auf beiden Seiten mit den richtigen Partnern arbeiten und nicht auf Teufel komm raus mit jedem. Ja, und das ist eigentlich das Schöne dabei. Ja. Und das andere, was sensationell ist, es befruchtet sich wirklich gegenseitig. Ja, das heißt, wenn wir die Gucci The North Face Kampagne machen, dann rufen 5 Partner an und wollen mit High Snobiety was zusammen machen, auch auf Markenseite. Und wenn wir Barbasso machen, rufen 5 Partner an und wollen uns als Agentur reinholen. Ja, also es ist wirklich eine super schöne Balance. Wir nennen es immer so ein Flywheel, ja, weil es sich wirklich so gegenseitig anschiebt. Das ist eigentlich das Tolle am Geschäft. Ja, es ist nicht so, also wir machen keine Klamotten, um mehr Advertising-Deals zu verkaufen, sondern wir machen Klamotten, weil wir passioniert sind, Klamotten zu machen. Weißt du, und sitzen hier und reden stundenlang über das Stitching am Hoodie und die Cord und den Fit und das Material. Und genauso auf Agenturseite, weil wir natürlich nicht klarkommen, dass wir Gucci The North Face machen dürfen und das irgendwie zum Leben erwecken dürfen. Wie gesagt, wir haben natürlich auch verdammt Glück. Ne? In dem Fall, wir dürfen natürlich mit Marken arbeiten, da kannst du dich nur drüber freuen. Das ist ja wirklich so, egal welche Kategorie, best of the best. Und wie gesagt, das in Kombination mit wirklich einem Platz am Tisch erlaubt uns natürlich wirklich tolle Sachen zu machen. Ne? Und weil die Marken da natürlich schon sehr vertrauen heute. Aber ja, ich meine, es hat halt auch 16,5 Jahre gedauert. Ne? Also es ist nichts, was über Nacht kommt, sondern kontinuierlich geliefert und immer am Ball geblieben. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, es gibt seit 16 Jahren keinen Tag, wo auf High Snobiety kein neuer Content kam. 16 Jahre.
vom ersten Tag an, also in der Sekunde, wo bei mir praktisch das Commitment kam, okay, ich finde das geil, mir macht das Spaß. Es gab in den ersten 7 Jahren keinen Urlaub, wo ich nicht jeden Tag geblockt habe. Ja, also selbst an Weihnachten, ne? Ich weiß das aus immer. Erfahrung. Ich habe auch die letzten paar Jahre auch an Weihnachten gearbeitet, aber es hat auch immer Spaß gemacht. Ich glaube, als ich damals noch da war, war für mich auch Curation und Storytelling, das waren so die zwei wichtigsten Aspekte. Wie kriegt man einen Job bei Heiß Nur bei IT? Was für Leute sucht ihr? Gute Frage. Im Endeffekt suchen wir Menschen, die natürlich idealerweise aus unserer Community kommen. Ja, Menschen, die diese Community genauso leben, wie wir es tun. Menschen, die natürlich kreativ sind letztendlich. Ja, wir arbeiten in der kreativen Industrie. Menschen, die passioniert sind. Und es geht oft gar nicht so sehr darum, was du vorher gemacht hast oder was du studiert hast. Oder also es geht viel mehr um die Passion an dem, was wir machen. Und ich will eigentlich auch, also habe unglaublich gern Leute um mich herum, die sich wirklich auch selbst einbringen. Ja, also, und dafür musst du dann natürlich auf einer Wellenlänge sein. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann, weil das Schönste ist doch, ich meine, einerseits kann ich in Anführungszeichen meinen Traum hier verwirklichen, aber idealerweise können das andere natürlich auch. Ja? Und dann halt in ihren Pockets, ja? Also der eine im Bereich der Tutorial, der andere im Bereich Produktdevelopment, der nächste im Bereich Agentur, hier gibt es ja nicht so ein von oben herab, ne, my way or the highway. Ja? Und ich glaube, das Schöne ist wirklich, also wenn du zu uns kommen kannst und wirklich auch deine eigenen Werte und Visionen mit einbringen kannst. Und das versuchen wir. Und wie gesagt, und die Besten sind natürlich dann Leute, die erstens aus dieser Kultur kommen, Leute, die aber natürlich einen gewissen Drive haben und eine gewisse Ambition haben, auch weiterzukommen. Und Leute, die sich erlauben, nicht so eingeschränkt über Sachen nachzudenken, ja, sondern weil wir eins bewiesen haben über 16 Jahre, also es geht ja ständig um dieses Breaking Down von Barriers, ja, Barriers zwischen Streetwear und Luxus, Barriers zwischen Agentur und Publishing, Barriers zwischen Agentur und E-Commerce. Also, weißt du, hättest du 2005 jemandem erzählt, was wir heute machen, der hat gedacht, sie haben absoluten Schaden. Ja, also das geht nicht, ja, hätten sie dir gesagt. Ja. Genauso wie sie uns heute das immer noch oft sagen. Ja, ihr könnt nicht das und das machen. Doch, können wir. Ja, also können wir auf jeden Fall. Musst halt richtig machen. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so der Mindset, den du brauchst. Und das Tolle mittlerweile, ich meine, mit Wachstum und mit vielen Leuten im Team, das erschwert natürlich auch viele Sachen. Du hast einen viel größeren Apparat und. Es ermöglicht dir aber natürlich auch viel, viel, viel mehr. Ja, wir könnten niemals so viele tolle Geschichten erzählen, so viele Produktprojekte machen, so viele Kollaborationen, so viele Events, wenn wir nicht dieses Team hätten. Und ja, deshalb, es ist... Ja, es macht schon unglaublich viel Spaß. Ja? Also so viele tolle, junge, kreative Menschen um sich herum zu haben. Und für eine Marke wie Heiß Nur bei IT ist es natürlich also noch mal viel wichtiger, weil die Mission ist ja keeping the culture pioneer ahead of the curve. Ja? Und wie gesagt, da kann ich Opi natürlich, kann ich nicht der Einzige sein, der hier am Werk ist, sondern da muss natürlich auch immer die nächste Generation wieder mit reinholen, die dir dann hilft, das auch wirklich tagtäglich zu leben. Ja, das ist schon super spannend. Der Shop hat sich ja jetzt in den letzten 2 Jahren enorm entwickelt und verändert. Wie sieht es heute, also wie sieht es 2022 aus? Was für Brands führt ihr? Was deckt ihr ab? Ich habe gesehen, in den letzten Wochen waren auch ein paar ziemlich coole Sneaker-Collab-Releases, was, als ich noch da war, vielleicht nicht immer der Fall war. Also es scheint sich so ein bisschen, als ob der Store sich jetzt nochmal einen Schritt weiter etabliert hat und so ein bisschen mehr Respekt hat. Ja, du, ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben natürlich... Klar, Vorteile gegenüber jetzt einem ganz neuen Shop, von dem man noch nie was gehört hat.
dadurch, dass wir mit vielen Marken auf anderer Seite zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz wollen die natürlich auch alle gucken, was wir machen und ob das passt und ob ihre Marken da gut reinpassen und ob das ordentlich präsentiert wird und. Deshalb ist, glaube ich, relativ normal, dass man auch auf der Seite eine gewisse Entwicklung vollzieht. Und ich meine, Fabian, das weißt du ganz gut. Wir haben ja erstmal angefangen mit Drops damals, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir können ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach einen Shop anschalten. Ja, und was sagt die Audience, sag mal, was ist bei euch los? Deshalb, es ging uns ja ganz stark darum, erstmal unsere Community mit auf die Reise zu nehmen. Das heißt, Symbiety in Zukunft nicht nur Content-Plattform ist, sondern auch Commerce-Plattform. Ja. Und deshalb, die ersten anderthalb Jahre haben wir ja erstmal diese Drops gemacht. Das ist ein Modell, was unser Konsument super gut kennt. Und haben damit Prada und Moncler und Loewe und New Balance und Nike und mit allen möglichen Partnern gearbeitet. Und da über diese ersten anderthalb Jahre haben wir, glaube ich, die Community ganz gut daran gewöhnt. Ah, ich kann bei Heiß Malte jetzt nicht nur noch lesen, sondern ich kann auch ab und zu Sachen kaufen. Ja. Und es war eine super interessante Zeit, weil wir ganz viele Sachen gelernt haben. Wir haben gelernt, dass die Audience von uns Kunstwerke kauft, dass sie von uns Luxuskleidung kauft, Streetwear, Turnschuhe, also dass wir in diesen ganzen Kategorien spielen können. Ja. Das Zweite, was wir gelernt haben, wir haben damals ja auch angefangen, zum ersten Mal wirklich Produkte selbst zu designen. Also designen und auch zu produzieren. Ja. Jetzt nicht irgendwie einen Blank Hoodie kaufen und was draufdrucken, sondern eigenen Hoodie designen, eigene Fabrics, verschiedenste Applikationen und. Und haben auch in den ersten anderthalb Jahren gemerkt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass da der Andrang so groß ist, aber dass die Leute wirklich gerne unsere Klamotten kaufen. Ja, wir haben damals ja Stranger Things gemacht und Bauhaus und Sotheby's und Margiela, Colette Mon Amour war ein Riesenthema damals auch. Und unsere eigenen Klamotten kamen super gut an. Ja, also haben sich gut verkauft, niedrige Return Rates, also viele Returning Customer. Genau, dann haben wir letztendlich dann ging es ja los mit Pandemie, ne, 2020. Und dann haben wir eigentlich die Zeit genutzt, nochmal so einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, okay, wie machen wir jetzt im E-Commerce-Bereich weiter? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen nur Drops, geht nicht, ja, weil du musst als Konsument immer irgendwas bei uns finden können. Ja, es kann nicht sein, dass du nur alle paar Wochen mal was kriegst. Und viel mehr heißt nur weiter Eigenware. Und das haben wir dann letztendlich letzten Sommer ins Leben gerufen. Haben angefangen mit 50, 60 Marken. Ja, und ich würde sagen, das ist so ein sehr schöner New Luxury Brand Mix. Also wirklich von Jules Sander über Maison Margiela, Dries Van Noten, also so in der Luxus, auf Luxusseite, über Acne, paar geile Outdoor-Marken, Snow Peak, And Wander, dann natürlich alle Footwear-Brands, die so relevant sind in unserem Space. Und haben da, glaube ich, eine sehr schöne, aber teilte Kuration hingestellt, Stone Island und ein paar anderen. Haben dann gesagt, da oben drüber fangen wir jetzt an mit Heiß Nobody Produkten, die nicht kollaborativ sind. Ja, wir haben ja viel kollaborativ gemacht vorher und haben gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an, auch Sachen nur unter der Heiß Nobody Brand zu machen. Und sind da dann auch relativ schnell seit letztem Sommer in andere Kategorien gegangen, weil vorher sehr Jersey-based, viele T-Shirts, Hoodies, Caps, haben dann angefangen mit Watershorts, haben angefangen mit Knitwear, mit Shirting. Und das wirst du jetzt gerade dieses Jahr nochmal super stark sehen. Also wir gehen jetzt wirklich in den nächsten 12 Monaten in alles. Eigene Outerwear, eigene Pants, eigenentwickelte Shorts in allen möglichen Styles, Knitwear in allen möglichen Formen. Also werden da wirklich zur Full-Look-Brand letztendlich in den nächsten 12 Monaten. Und da oben drüber haben wir natürlich immer noch unsere einmal Kollaboration, ja, die Jacob & Co.'s und Barbassos. Und wir haben auch natürlich unsere Flagships. Ja, und die Flagships sind ja eigentlich aus Colette Mon Amour heraus entstanden. Ja, weil wir bei Colette Mon Amour zum ersten Mal gemerkt haben, diese Formel Content, Commerce und Experience ist erstens etwas, was nur wenige, wenn überhaupt irgendjemand so gut kann wie wir. Und
dass es auch uns erlaubt, also ganz viele geile Marken on board zu bekommen und mit denen ganz tolle und exklusive Sachen zu machen. Und haben ja praktisch auf dem Colette Mon Amour-Modell haben wir dann ja die neuen Flagships gebaut. Ne? Das Hauptflagship heute ist Not in Paris, was immer im Juni zur Paris Fashion Week läuft. Berlin-Berlin zur Berlin Art Fashion Week im September. High Art zu Art Basel Miami Beach. Und jetzt ein neues, was noch niemand weiß, was nächsten Monat kommt, heißt dann bei die Sports. Ja? Also zum Thema Sport. Und dementsprechend, wir haben da praktisch einmal im Quartal diesen Flagship-Moment, wo ganz viele Marken reinkuratiert werden, über Kollaborationen, über Content, über Physical Experience. Haben immer einen Pop-Up-Store dazu, haben immer ganz viele tolle Geschichten, die da drumherum gestrickt werden und ganz viele Produktkollaborationen. Und wie gesagt, die regulären Flagships. Und das ist jetzt eigentlich so die Pyramide sozusagen. Ne? Third-Party-Buying, Inline heißt Nobody und dann Flagships und Kollaborationen. Und das, ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, nächsten Schritt das zu perfektionieren. Ja, und so ein bisschen uns zu finden, weil der Plan ist, um ehrlich zu sein, jetzt nicht das nächste Endclothing oder der nächste Mr. Porter zu werden, mit, keine Ahnung, 600 Marken im Sortiment, sondern es geht eigentlich darum, immer eine tighte Third-Party-Curation zu haben und dann einen ganz, ganz starken Fokus auf uns selbst zu setzen. Also ich glaube, man kann fast sagen, wir gehen dann eher in eine Kith-Richtung, ja, wenige Marken, aber doch Third-Party auch, ja, um so ein bisschen das richtige Environment zu schaffen und dann großer Fokus auf die eigene Marke. Genau, und da haben wir natürlich noch viel vor uns. Also ich finde es natürlich toll zu hören, dass du sagst, dass sich da viel getan hat, weil weißt du, wenn du so wenn du drin steckst, ist da so ein bisschen Scheuklappen und machst, kriegst du es manchmal gar nicht so mit, dass sich doch so viel ändert. Aber die Wahrheit ist, da ändert sich alle paar Monate schon extrem viel, weil es noch so ein junges Geschäft bei uns ist und wir da wirklich jeden Monat neu dazulernen, besser werden, besser in der Vermarktung, besser im Making und. Und das macht spannend. Aber das ist ja das Tolle, weil wir jetzt wieder, ja, ich meine, E-Commerce, die Konversation ging los nach 14 Jahren, heißt Nobody, dass wir jetzt wieder so ein neues Baby haben, wo wir uns neu finden können, uns neu entwickeln können und das ist aber gleichzeitig so toll in das, was es schon gab, auch reinpasst. Ja. Du hast den, ich würde fast sagen, Slogan, die Überschrift schon angesprochen, The New Luxury, mal in deinen Worten zusammengefasst. Wie gestaltet sich The New Luxury vor allen Dingen jetzt auch anno 2022 genau aus? Ja, New Luxury ging ja los 2018, 2019, mit unserem ersten White Paper zu dem Thema. Und ich glaube, damals ist uns einfach aufgefallen, dass junge Konsumenten Luxus ganz neu verstehen. Ja, dass Luxus nicht mehr, dass es dann nicht mehr nur um Preis geht, nicht nur um Status geht. Es geht nicht darum, was du kaufst oder was du anhast, sondern es geht darum, was du weißt. Ja, über eine Marke oder ein Produkt. Und wir hatten ja damals so eine, als Opener vom White Paper, so eine Top-10-Liste der Luxusmarken der Audience. Und es war so einfach, aber so obvious, ja, weil auf der Liste hast du dann halt neben Balenciaga, Gucci und Prada, Stone Island, Yeezy, Off-White und Nike gehabt. Und deshalb, wir haben ja nicht das, was da passiert ist, erfunden, aber ich glaube, wir waren die Ersten, die es halt mal schwarz auf weiß gesagt haben. Ja, und ich glaube, wir haben so ein bisschen, und das ist ganz Genre vielen, begründet ich, sozusagen. Ja, so wie genau. Damals die NMI gesagt hat, das, was Oasis und Blur machen, das ist jetzt Britpop. Ja. Ich glaube, viele haben gemerkt, es ändert sich gerade was Signifikantes hier im Markt. Und wir haben es halt letztendlich ausgesprochen und auch schön belegen können und beschreiben können. Und haben darüber natürlich dann so ein bisschen den Term New Luxury gecoint. Ja, und dann haben wir ja in der Folge dazu haben wir ja dann mit Boston Consulting Group angefangen zu arbeiten, das Thema Cultural Credibility sind wir dann angegangen, warum das so wichtig ist heutzutage, haben den Cultural Pioneer, also den heißen White, die Leser und Community Member als Teil davon auch beschrieben und wie wichtig der ist für Marken.
und haben auch herausgefunden, wie unfassbar wichtig Inspiration für diesen Culture Pioneer ist. Also dass der Culture Pioneer eigentlich nur über Inspiration funktioniert und permanent inspiriert werden muss und das auch von Marken erwartet. Und natürlich auch erwartet, dass seine Werte in der Marke wiedergespiegelt werden. Und haben eigentlich diese Reise dann 2018 begonnen und die Reise geht immer weiter. Also wir bringen jetzt nächsten Monat New Luxury 3.0 raus, also wo wir wirklich immer weiter das Thema verfolgen und uns dann natürlich schon irgendwie draufgesetzt haben, auch sagen, hier, wir sind die Experten auf dem Thema. Und liefern da jetzt fortlaufend Insights, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Und eins der Hauptlearnings jetzt ist natürlich, dass ganz viele Sachen, die wir in 2019 beschrieben haben, jetzt halt wirklich in der Masse angekommen sind. Ja, also es Sachen, die nur wie einige wenige verstanden haben vor 3-4 Jahren, jetzt fast jeder versteht in der Gen Z Millennial Bucket. Und das ist natürlich spannend zu sehen, weil wir letztendlich darüber auch belegen, dass du mit dem Culture Pioneer früh in Kontakt treten musst, weil dann bewiesenermaßen genau das auch später in der Masse passiert. Ja, und das Schöne ist eigentlich, ihr belegt ja eigentlich eure eigene Arbeit nochmal. 100%. Das ist ja auch, das Schöne, um jetzt dann im B2C-Geschäft bei uns, weil wir gewissermaßen wie so ein Wie verhält man sich als Marke 2022? Ja, praktisch wie so ein Live-Spectacle, ja, was wir da vorspielen. Und deshalb tut natürlich das B2C-Geschäft auch dem Agenturgeschäft so gut, weil wir halt keine Agentur sind, die irgendwelche Trendscouts einladen muss einmal im Monat, weil wir leben es einfach Tag ein, Tag aus selbst. Ja, wir machen unsere eigenen Produkte, wir machen unsere eigenen Kollaborationen, wir müssen diese Sachen über Content vermarkten und in den Markt bringen. Wir müssen digital und physisch miteinander verknüpfen und. Das heißt, wir machen es ja wirklich, also wir spielen es ja die ganze Zeit vor. Ja, und deshalb glaube ich, das gibt uns natürlich eine Authentizität, die ist schwer einzukaufen. Ja, also die kannst du ja als das ist ja eigentlich das Schöne, ja. Und wie gesagt, keine Absicht, war auch nie so geplant, aber das ist letztendlich passiert. Ja, und ich glaube, das gibt uns so viel Opportunity heutzutage. Siehst du dann diese New Luxury-Entwicklung einfach in Richtung, es wird alles immer noch größer? Oder wohin glaubst du, bewegt sich das Ganze? Ja, ich glaube, es entwickelt sich immer in mehrere Richtungen. Ne? Du hast dann gewisse Sachen, die vorher passiert sind, die jetzt über die nächsten Jahre weg immer größer werden. Und gleichzeitig hast du natürlich immer, also der Culture Pioneer will natürlich immer in der Nische bleiben. Er hat ja kein Interesse, das zu machen, was alle anderen machen. Und in der Sekunde, wo alle anderen es machen, muss der sich was Neues suchen. Deshalb, ich glaube, es wird immer... Da werden immer neue Sachen aufgemacht, über Web 3.0 und wie das jetzt auf das Ganze einspielt und. Also gibt's natürlich dann Micro-Communities, die natürlich an ganz vielen Stellen über die Discords und 100 andere Kanäle dieser Welt jetzt hochpoppen. Ich glaube, es ist immer wichtig natürlich, der Nische, also es ist eine Nische, aber eine große globale Nische, treu zu bleiben und da ganz nah dran zu bleiben. Und wie gesagt, wenn was dann massenfähig wird, ist ja alles gut, da hat ja niemand was dagegen, aber dann gibt es natürlich auch immer parallel neue Sachen, die dann den Culture Pioneer weiter vorantreiben. Wir haben ja heute jetzt schon sehr viel über Brands, Produkte, Releases gesprochen, ne? Ob sie jetzt bei Heiß & Bite zu kriegen sind oder früher 2005 in Japan und so weiter. Was ist dir aber heute am wichtigsten, wenn es jetzt, was muss dich begeistern oder was begeistert dich so sehr, dass du dann sagst, ich muss dieses Produkt haben? Ich glaube, ja, schwierig zu beantworten, weil begeistert bin ich natürlich über viele Sachen. Ja, also auch über viele Sachen, die ich nicht unbedingt haben muss. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Das ist ja so ein bisschen das Thema wie am Anfang mit den Turnschuhen. Ja, ich finde den Schuh vielleicht cool, aber anziehen will ich ihn doch nicht.
auch da, es geht in alle möglichen Richtungen. Es gibt Sachen, die mich selbst, es geht natürlich darum, um Authentizität, ja. Also es muss authentisch sein, es muss real sein. Es geht darum, was Neues zu machen, ja, was man vielleicht in der Form noch nicht woanders gesehen hat. Es geht jetzt für mich persönlich um meinen eigenen Geschmack. Jetzt, ich bin immer ein Riesen, es ist so ein bisschen Vanille, aber ich bin so ein bisschen der If you know, you know Typ. Ja, also ich mag immer gerne Sachen, die ganz subtil ausdrücken, dass sie was Besonderes sind. Ja, also und dafür brauche ich kein großes Supreme-Logo auf der Brust tragen, sondern das kann das Kleinste sein. Ja, das kann die Viswim Denim Jacket sein, die aber hier auf der Brust ganz klein ICT embroidert hat und ganz wenige Menschen wissen, die Jacke gibt's nur im Tokio-Laden, weil die handgemacht werden, etc. etc. Ja. Das sind so die Sachen, die mich immer kriegen. Ja, und oder Goros, weißt du, aus Tokio. Ja. Weißt du, wenn du das haben willst, dann musst du hinfahren. Punkt. Entweder stellst du dich 10 Stunden an und kommst dann in den Laden rein und sie sagen dir, sie haben die Feder nicht mehr. Oder du kennst halt vielleicht jemanden um 3 Ecken, schaffst es so reinzukommen, aber du kriegst es halt nur so. Ja. Und das sind schon immer noch die Sachen, die mich echt catchen. Einfach, aber gut und deshalb mag ich auch so mal wie Jound, was bin großer Fan von, was, weil du einfach weißt, they fucking care, weißt du, so alles ist da, wo es sein muss und Sachen, die man nicht braucht, sind nicht da. Ja, also find ich schon. Das mag ich schon immer sehr gerne. Und dann, manchmal werde ich auch, erwische mich dann auch so ganz plumpe kommerzielle Sachen zu mögen. Ja, also dann kommt irgendwie die Gucci New York Yankees Cap raus und ich komme nicht klar. So, weißt du, ich finde es voll cool. Und dann ist aber halt leider das Gucci in Rot auf die dunkelblaue Kappe gestitcht und dann nehme ich halt ein Edding und mache Gucci schwarz, weil ich überhaupt kein Interesse habe, dass da Gucci draufsteht. Aber ich habe schon Interesse, dass Gucci ist. Weißt du, also so, das ist so ein bisschen, also ich hätte zum Beispiel lieber das Gucci-Logo nur drin gehabt in der Kappe als draußen. Aber das sind so die Sachen, die mich persönlich immer triggern und die ich mag. The new luxury wird zu the subtle luxury, würde ich sagen hier. Naja, das ist jetzt natürlich schon auch sehr persönlich, ne, muss man sagen. Also ich mag, wenn es richtig ist, kann es auch laut sein. Weißt du? Also ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was es ist. Aber du willst ja auch, dass Sachen durchbrechen und ankommen. Ja? Und wie gesagt, wenn es da mal was braucht, was lauter ist. Zum Beispiel, ich habe bei der Jacob & Co. Kollektion, ja, da in den ersten Versionen der Kollektion, das war alles sehr subtle, ja, und also geschmacklich tipptopp. Aber irgendwann meinte ich dann zum Team, Leute, Jacob & Co. ist nicht subtle. Ja, also so ist eher weniger. Ja, also, nee, ja, stimmt. Weißt du, da geht es nicht darum, subtle zu sein, ja, sondern, weißt du, und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir müssen jetzt die eine Varsity, da holen wir alles raus. Da muss so eine große Uhr drauf sein und da muss jenes. War als erstes ausverkauft. Ja. Und deshalb, aber das ist dann auch die Situation. Die Jacke fand ich, es war das geilste Piece der Kollektion. Aber ich kaufe trotzdem die schlichte mit dem kleinen Logo hinten drauf. Ja. Und wie gesagt, deshalb, es gibt da auch nicht so eine Rule. Ja? Es muss immer so sein. Ja? Aber ja, ich persönlich mag es eigentlich so gerne so ein bisschen schlichter, aber dann immer so mit dem richtigen Touch. Genau. Aber generell, also wenn man sich den Markt anguckt, ich bin ja, wie gesagt, letztendlich der größte Fanboy selbst. Also ich liebe einfach Marken, ja, und liebe es, wenn Menschen tolle Marken bauen und damit tolle Sachen machen. Und deshalb, ich bin fasziniert von Loro Piana wegen der Qualität und der Liebe zum Detail. Und ich finde Wales Bonner geil, weil es so ein ganz eigener Look ist und es so, weißt du, und die Geschichte dahinter so authentisch und so robust
Und genauso erwische ich mich auch noch ab und zu irgendwie in den Supreme Drop reinzugucken und zu sagen, ah, okay, also das Knitwear-Piece finde ich jetzt auch ganz nice. So, also, weißt du, oder wenn du dann, weißt du, hast du den Supreme-Collab, wo du denkst, ja, macht Sinn, interessiert mich jetzt aber null, aber wenn sie dann mit Gumo ums Eck kommen, was denkst du so, ja, fuck, ist irgendwie halt doch ganz gut. So, ja. Sie schaffen es halt immer wieder. Ja, genau, genau. Und, oder genauso, weißt du, Supreme Burberry war ja leider auch ganz gut. Ne? Also ich meine, deshalb, also bin auch, also letztendlich Fan von einer relativ großen Breite und mit der Grundregel, es muss einfach gut sein. Ja? Muss gut gemacht sein, die Geschichte muss gut sein, die Details müssen stimmen und ja, deshalb weiß nicht, ob das die Frage so gut beantwortet, aber so will ich es mal beschreiben. Ich glaube, das macht Sinn. David, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch deine kostbare Zeit natürlich. Was mich zu guter Letzt aber noch interessieren würde, ist, wie viel Schlaf kriegst du eigentlich pro Tag? Du, das ist eine gute Frage. Ich habe ja nicht nur heißen Beide, sondern ich habe auch zwei kleine Kinder. Ist zum Glück nicht mehr so schlimm, also schon 5 und 7 sind mittlerweile. Aber nee, ich bin grundsätzlich jemand, ich bin so ein 6 Stunden Schlafmensch. Also das reicht dir. Ja, okay. Ja, das reicht mir. Ja, ich kann auch nicht stillsitzen, weißt du, ist dann, ich komme dann nach Hause, dann weißt du, 2 Stunden Kinder und dann um 10 Uhr arbeite ich dann nochmal bis um 1. Und wie gesagt, das Schöne ist ja dann doch bei mir, dass manch einer wird es als Arbeit bezeichnen und aber so, es ist halt einfach das. Es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Nee, es ist halt einfach das, was ich mache. Also weißt du, wenn ich jetzt eine Stunde auf Instagram bin abends, dann mache ich das, weil es mir Bock macht und weil ich will und weil ich hungrig bin, zu wissen, was passiert und welche coolen neuen Creator und Marken und Produkte gibt es. Und da, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Bestandteil von meinem Job. Aber es fühlt sich natürlich nicht an wie Arbeit. Ja, sondern weil so der eine liest halt ein Buch und ich mache halt dann eine Stunde Instagram oder gucke mir nochmal irgendwie den nächsten Drop an oder telefoniere mit unserem US-Team oder. Deshalb, ja, also es gibt wenige Tage, an denen ich so vor 1:30 ins Bett gehe. Ja. Alright. David, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mach's gut, bis ganz bald. Dankeschön. Macht's gut. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 105. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ohrschuhen Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oschuhen-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oschuhen auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Darius161 schrieb: Hammer Poddy. Seit Tag 1 ein perfekter Podcast für Sneaker-Liebhaber. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.